willkommen auf dem Selbstversorger-Balkon. Ein bisschen eigenes Gemüse pflanzen, auch auf einem kleinen Balkon, ist ganz einfach. Ich zeige euch, wie man das am besten machen kann. Und zwar haben wir hier die Plant Bags. Die könnt ihr so kaufen und da ist alles drin, was ihr braucht. Nämlich haben wir hier spezielle Stato-Asen-Erde gemacht. Das ist ein Substrat, wo nicht so Flecken gibt auf dem Balkon. Falls ihr mal zu viel gießt, läuft dann eigentlich nur Wasser unten raus. Da sind zwei Säcke drin. Nachher brauchen wir Bleidon. Bleidon, damit es unten drinnen nicht zu nass wird, dass die Wurzeln nicht faulen. Da ist so eine Schale drin, nämlich sollte die ganze Sache ja recht stabil sein, weil sonst, wenn ihr es mal herumtragen wollt, dann tut es alles auseinander. Also, wir lassen mal die Schale drin. Dann tun wir den Bleidon rein. Dann könnt ihr gerade beide Säcke rein tun. Es ist besser für die Wurzeln, wenn sie eben nicht zu fest im Nassen sind. So. Und dann die Stato-Asen-Erde oben drüber. Jetzt etwas lockern mit den Händen. Das ist torfreie Erde, die mit Kokosfasern gemacht ist. Das tut eben das Wasser sehr gut speichern. Und vor allem ist es halt ökologisch gut, wenn man so Recyclingprodukte verwendet und nicht die Hochmoor zerstören mit dem Torfabbau. Das dünkt mir noch wichtig, dass man hier ökologische Produkte verwendet, wenn man schon die Stadt grüner machen. So, jetzt ist die Erde drinnen. Jetzt tun wir hier, ich mache immer Mischkultur mit dem Gemüse im Garten und auf dem Balkon, im Kleinen, mache ich auch Mischkultur. Es sieht lustiger aus und ich könnt auf wenig Platz einfach verschiedene Sachen haben. Ich nehme jetzt hier eine Gurke. Das ist eine Gurke, wie man sieht, ist schon eine dran. Wenn ihr die Pflanzen so in diesem Stadium kauft, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, weil ja fast alles schon da ist. Säuferli aus dem Topf nehmen. Jetzt tun wir die hier mit rein einfach. Man darf sie ein bisschen tiefer tun, Gurken, weil die macht dann am Stiel auch noch ein bisschen Wurzeln und dann steht sie besser. So einfach ist es, eine Gurke zu pflanzen. Jetzt haben wir hier noch Platz und was halt sehr dankbar ist, ist immer Salat, weil der wächst ganz schnell. Da könnt ihr also pro Sommer eigentlich mehrmals immer wieder neue Salat dran tun. Einfach ja, wieder ein paar so Schäle Setzlinge kaufen und die einpflanzen. Und in ein paar Wochen habt ihr schon den ersten Salat eigentlich. Und dann, wenn es wieder Platz hat, tut ihr einfach wieder den nächsten drunter. Da gehen gerade gut eben 6 Salötchen so unten dran. So. Dann haben wir jetzt hier einen Sack voll eigenen Gurkensalat. Ein kleiner Tipp zum Balkongemüse. Erde nachfüllen. Tomaten und Gurken brauchen das Substrat in den Töpfen regelrecht auf. Während des Sommers, also gelegentlich, Kompost nachfüllen, das gibt ihnen neue Kraft.